Oh, es geht hier mal um eine Frage aus dem EEP-Forum. So, Windows 11, zwei Fenster gleichzeitig offen haben für eine Kopieraktion, also für Quelle und Ziel. Ich habe das hier mal gerade in der aktuellen Bearbeitung eines von neuen Modellen. Man sieht das hier auch, wenn man unten auf der Taskleiste zwei Fenster offen hat. Ich mache mal noch meinen Mauszeiger hier deutlicher an. Wo ist das? Genau, das ist das. So, jetzt ist auch hier der Mauszeiger deutlicher zu sehen. Also man hat hier unten das Explorer in der Taskleiste den Explorer angezeigt mit den jeweils offenen Fenstern. Und man macht sich hier ein Fenster auf und noch ein zweites Fenster, also Quelle und Ziel. Und wenn man die einzelnen Fenster, die kann man also verschieben, wenn man sie in der Titelleiste anfasst, kann man sie hin und her schieben. Das kann man auch mit dem zweiten Fenster noch so machen. Das hat man dann auch. Also so sieht es aus, wenn man die Fenster praktisch einzeln geöffnet hat. Und dann zieht man die an der Titelleiste einfach an den rechten Bildschirmrand. Dann setzt sich das dahin und das andere Fenster maximiert man, indem man einmal draufklickt. Und dann hat man das hier schon passend am linken Bildschirmrand. Das kann man auch einfach wieder oben anfassen an der Titelleiste hin und her ziehen. Und wenn man es wieder an den linken Rand, dann sieht man schon, wie hier im Hintergrund das so grau wird. Dann kann man das also ganz einfach hier die Maustaste loslassen, die man da gedrückt hält. Und dann setzt sich das genau passend in der Mitte hin. Man kann das übrigens auch die Aufteilung ändern, indem man hier auf der Mittellinie mit dem Mauszeiger hingeht. Und dann kann man also diese Aufteilung ganz nach Belieben anpassen. Und man hat auch immer die Möglichkeit, hier oben in der Ecke sich verschiedene Optionen anzeigen zu lassen. Moment mal, wie ist das jetzt, wenn ich hier auf den Desktop klicke? Das finde ich jetzt im Moment gerade nicht. Na gut, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein, dass man das also hier an den Rand zieht. Und wenn man dann jetzt hier noch die Vorschau der aktuell offenen Fenster hat, dann kann man sich hier also auch ein anderes Fenster an den Bildschirmrand ziehen. Beziehungsweise einfach draufklicken. Und dann sieht man hier zum Beispiel auch sein EEP-Fenster mal als Vorschau. Wie man es also gerade braucht, kann man sich also hier ein anderes Fenster hinziehen. Und dann auch natürlich wieder minimieren. Wo haben wir das jetzt? Indem wir hier draufklicken. So, das können wir auch hier wieder hinziehen. So, dann haben wir das und das. Und dann haben wir wieder unsere Aufteilung und das ist hier praktisch Quelle des Kopierens und das ist Ziel des Kopierens und dann markiert man sich hier seine Dateien, rechte Maustaste rüberziehen, fallen lassen und schon hat man die dahin kopiert. Hierher kopieren und dann wird gefragt, ob man sie überschreiben will. Ja, Dateien im Ziel ersetzen, alles okay und dann werden die dahin kopiert und fertig ist die Sache. So, das wollte ich mal ganz kurz gezeigt haben hier fürs EEP-Forum, für einen Beitrag, wo das gefragt wurde, beziehungsweise das wohl unbekannt war, dass das möglich ist.